Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie immer in allen Pressekonferenzen erst einmal die reine Zahlenbasis, über die wir heute am 18.01. reden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zurzeit infizierte 57.000 Menschen. Wir haben eine Wocheninzidenz von 121, liegen damit, beim Bund ist sie im Schnitt bei 134, Gott sei Dank deutlich unter dem Bundesschnitt. Wir haben eine Situation in unseren Krankenhäusern, die nach wie vor so ist, dass wir in der stationären Behandlung rund 4.400 Menschen haben, davon 900 auf Intensivstationen, davon 637 in der Beatmung. An freien Intensivbetten haben wir in Nordrhein-Westfalen zurzeit 987, davon 631 mit Beatmungsmöglichkeiten. Das heißt also, dass nach wie vor, wie es jetzt in all den Wochen war, in Nordrhein-Westfalen, in allen Regionen, ich gucke mir das immer in den Bezirksregierungen an, freie Intensivbetten und auch Beatmungsmöglichkeiten da sind. Das heißt, dass ich weiter sagen kann, dass in Nordrhein-Westfalen jeder Mensch, der eine Intensivbehandlung braucht, egal aus welchem Grund, auch in seiner Region eine solche Intensivbehandlung bekommen kann. Wir haben bis jetzt in Nordrhein-Westfalen, wie Sie wissen, ausschließlich in den Altenheimen geimpft. Wir haben rund 300.000 Leute in unseren Altenheimen bis jetzt geimpft. Wir sind jetzt oder fangen jetzt an, auch in den Krankenhäusern die privilegierten Gruppen zu impfen. Das sind insbesondere diejenigen, die auf Stationen arbeiten, wo Covid-Patienten behandelt werden, aber auch wo andere Gruppen von Patienten behandelt werden, die zu den besonders schützenswerten Patientinnen und Patienten gehören. Ich gehe davon aus, dass das in Nordrhein-Westfalen von dem Klinikpersonal, das sind ungefähr 350.000 Menschen, vielleicht rund 100.000 zu dieser privilegierten Gruppe letzten Endes gehören, sodass wir, ich gehe auch davon aus, wir haben mit rund 300.000 Impfungen in den Altenheimen, das größte bei den Altenheimen hinter uns. Die allermeisten sind jetzt einmal geimpft. Den Rest werden wir das dann diese Woche, denke ich, dann auch zu Ende bringen, sodass wir dann sagen können, dass wir unsere stationären Einrichtungen alle einmal durchimpft haben. Wir fangen diese Woche an, die ersten Altenheime auch ein zweites Mal zu impfen, weil die erste Impfung, die unmittelbar nach Weihnachten stattgefunden hat, dann auch in den Zeitpunkt liegt. Ich will noch einmal zu den Impfen sagen, dass das Tempo des Impfens natürlich in Nordrhein-Westfalen wie in ganz Deutschland schlicht und ergreifend mit der Lieferung des Impfstoffes zusammenhängt. Ich kann nicht mehr verimpfen, wie wir Impfdosen haben. Alle Bundesländer kriegen gemessen auf die Bevölkerung gleich viel Impfstoff. Und wir sehen in Nordrhein-Westfalen zu, dass wir immer, wenn wir eine neue Lieferung an Impfstoff bekommen, die vorherige Lieferung verimpft haben. Da wir ausschließlich bislang in den Altenheimen waren, war das ein bisschen vielleicht mühsamer, weil man die ganzen Einwilligungserklärungen und so weiter brauchte. Aber was wir bis jetzt übersehen können, ist die Impfquote in den Altenheimen auch sehr zufriedenstellend. Die Leute haben ein hohes Interesse daran, sowohl das Personal wie aber auch die Pflegebedürftigen selbstverständlich sich impfen zu lassen.